Warum hilft es, manchmal zu einem Coach zu gehen und da sich mit dem eigenen Thema dann mit einer anderen Person auseinanderzusetzen? Das ist so, wie wenn man manchmal bei einem Kanuausflug ist und einen unbekannten Fluss entlang fährt und auf einmal ist man in Stromschnellen drin. Man versucht zwar da irgendwie rauszukommen oder möglichst gut durchzukommen, aber es hilft dann doch nur bis zu einem bestimmten Punkt, so die eigene Selbsthilfe oder der Austausch mit Freunden oder mit den benachbarten Kanufahrern. Manchmal hilft dann eben doch auch der Austausch oder die Unterstützung durch einen Experten. Und ich sehe Coaching so, wie vom englischen Begriff Coach, die Kutsche, so, dass ich Ihnen bei der Reise von A nach B zu Ihrem Ziel weiterhelfe. Da nehme ich drei Rollen ein. Einmal die Rolle des Kutschers. Ich strukturiere den Weg. Ich frage Sie nach Ihrem Ziel. Wo soll es lang gehen? Ich bin der Mitreisende, der als Sparringspartner zur Verfügung steht, mal Themen mit Ihnen bespricht. Und ich bin auch der Hofnarr, der dabei ist, der mal ganz andere Fragen stellt, mal ganz andere Themen anspricht, wo es auch mal gilt, Themen zu verrücken, um von einer anderen Seite drauf zu gucken. Bei diesem Weg des Coachings treffen wir uns in ein paar Terminen. Das kommt dann immer auf Sie drauf an, wie tief und wie dringend es auch ist, das Thema. Und wir strukturieren beide den Weg, Sie bestimmen das Tempo. Und am Ende haben Sie dann für sich bei Themen zum Beispiel Neupositionierung, Umgang mit Konflikten, Umgang mit inneren Konflikten, Entscheidungskonflikten, aber auch wie führe ich mein Gegenüber am besten als Beispiel zu tun, schaffen für sich dafür Klarheit nach innen, schaffen Klarheit nach außen, wie sie sich da verhalten wollen und können das einüben im geschützten Rahmen. Also diese drei Punkte, innere Klarheit, Klarheit nach außen und einüben können, das ist der Nutzen, um mit einem Coach zu arbeiten. Wenn es drauf ankommt.